In den Welten der Online-Rollenspiele passiert eine ganze Menge. Damit ihr bei WoW, Elder Scrolls Online und Co. immer auf dem Laufenden seid, haben wir uns mit den Kollegen und MMO-Experten von buff.de zusammengetan, um euch jeden Monat einen Rückblick auf die wichtigsten MMO-Themen der vergangenen Wochen zu geben. Im Juli 2023 war dabei vom berühmten Sommerloch nichts zu spüren. Für Guild Wars 2 und Final Fantasy 14 gab es die Ankündigungen neuer Erweiterungen. Mit Palia feiert bald ein MMO-Neuling seine Premiere. In Diablo 4 und New World sind neue Seasons gestartet und. Also, los geht's, wir fassen euch alles Wichtige zusammen. Liefern wir zuerst mal eine Meldung nach, die kurz nach der Fertigstellung unseres Juni-Rückblicks enthüllt wurde. Im August erscheint mit Secret of the Obscure die mittlerweile vierte Erweiterung von Guild Wars 2. In Zukunft wollen die Entwickler von ArenaNet vollwertige Add-ons häufiger als bisher veröffentlichen. Dafür sollen die aber nicht ganz so viele Inhalte bieten und weniger kosten. Mit Blick auf Secrets of the Obscure bedeutet das, dass ihr zum Launch nur zwei neue Gebiete erwarten dürft. Zusätzliche Elite-Spezialisierungen wird es gar nicht geben. Dafür fallen die Einschränkungen der Waffenwahl durch Elite-Specs weg. Seelenwandler dürfen etwa auch Stäbe nutzen, Vorboten schwingen Großschwerter und Mech-Lenker greifen zum Hammer. Das wird die Bildvielfalt erweitern. Nach dem Release sollen außerdem sämtliche Klassen Zugang zu weiteren Waffenskills erhalten. Dann dürfen Nekromanten ein Schwert in jeder Hand halten, Wächter Pistolen nutzen und Mesmer zum Gewehr greifen. Bei der Story des Add-ons wenden sich die Autoren vom Drachenthema ab, das uns 10 Jahre begleitet hat. Stattdessen bedrohen Dämonen die Welt Tyria, was bereits im neuesten Fraktal Stumme Brandung angedeutet wurde. Außerdem angekündigt wurden eine legendäre Rüstung sowie die Überarbeitung des Runensystems. Secrets of the Obscure erscheint am 22. August und wird in der Standardversion knapp 25 € kosten. Details zur Vorbestellung findet ihr in der Videobeschreibung. Knapp einen Monat später gab es dann für den nächsten MMO-Oldie die Ankündigung einer großen Erweiterung. Final Fantasy XIV Dawn Trail soll im Sommer 2024 erscheinen und eine spürbar leichtherzigere Geschichte erzählen als zuletzt Endwalker. Laut den Entwicklern erwartet euch im fernen Land Tural der beste Sommerurlaub, den ein Held nur haben kann. Mit tropischen Küstenregionen, dichten Wäldern und weitläufigen Bergen, die von den umfassenden Grafik-Updates profitieren sollen. Was die neuen Herausforderungen und Features angeht, behielt Producer und Director Naoki Yoshida noch viele Details für sich. Klar ist jedoch, dass mit der Erweiterung die Maximalstufe auf 100 angehoben und 2 neue Jobs eingeführt werden. Und natürlich wird es neue Dungeons, Raids und PvP-Inhalte geben. Darüber hinaus sollen bereits bekannte Inhalte wie das tiefe Gewölbe, die Hildebrand-Questreihe, der Vergnügungspark Gold Saucer sowie der Blaumagier erweitert werden. Weiterhin kündigte Square Enix für den August eine Zusammenarbeit mit Fall Guys an. Und im Frühjahr 2024 soll die Beta der Xbox-Version von Final Fantasy XIV starten. Bisher gibt's das Online-Rollenspiel nur auf PC und PlayStation. Alle Details und Eindrücke vom Final Fantasy Fanfest in Las Vegas findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Und was ist mit der aktuellen Erweiterung Endwalker? Naja, die bekommt Anfang Oktober die ersten Inhalte des frisch angekündigten 6.5-Updates Growing Light. Teil 2 soll dann Ende Oktober folgen und das Finale steht dann Mitte Januar 2024 an. Freut euch auch hier auf frische Dungeons, Raids, Questinhalte sowie eine Erweiterung des Inselparadies. Im Juni kam Diablo 4 bekanntlich mit ordentlich Tempo aus den Startlöchern. Das Action-Rollenspiel von Blizzard legte nicht nur einen geschmeidigen, sondern auch einen rekordverdächtigen Launch hin. Kein anderes Spiel der Kalifornier sorgte beim Start für so hohe Umsatzzahlen. Laut des Activision-Finanzberichts aus dem Juli machten in den ersten Wochen mehr als 10 Millionen Spieler Sanctuario unsicher. Die am 20. Juli gestartete Saison der Boshaftigkeit sollte den positiven Trend fortführen, entpuppte sich dann aber als Spielspaßbremse. Der Start verlief holprig und neue Mechaniken wie die boshaften Herzen wirkten sich kaum auf die Spielerfahrung aus. Am meisten wurde jedoch der parallel veröffentlichte Patch 1.1.0 kritisiert. Der schwächte viele beliebte Builds ab und machte die zähe Levelerfahrung noch zäher. Es folgte ein Notfallstream der Entwickler, gefolgt von ersten Hotfixes. Am 8. August soll Patch 1.1.1 folgen mit diversen Klassenbuffs, garantierten Legendary-Drop-Raten, erhöhten Monsterdichten, verringerten Umskill-Kosten und viel mehr.
Während Blizzard derzeit also Höhen und Tiefen erlebt, gab es auf der ExileCon 2023 neue Infos zum vielleicht größten Konkurrenten von Diablo 4. Path of Exile 2 soll am 7. Juni 2024 in die Beta gehen und, anders als bisher geplant, einen eigenen Client erhalten. Das originale Path of Exile soll nach dem Launch von Path of Exile 2 also weiterhin verfügbar sein. Beide Spiele sollen dann parallel betreut und regelmäßig um neue Inhalte wie die Ligen erweitert werden. Mit dem Mönch und der Zauberin wurden auf der ExileCon zwei neue Klassen angekündigt, die jeweils Gegenstücke zu den bereits bekannten Archetypen Schatten und Hexe darstellen. Was die Spielsysteme angeht, wollen die Entwickler von Grinding Gear Games der grundsätzlichen Ausrichtung ihres Hack-and-Slay-Hits treu bleiben, aber viele Verbesserungen im Kleinen bringen. Wie Ausweichrollen ohne Abklingzeit, flexiblere Skill- und Waffenwechselmöglichkeiten oder auch Loot, der sich wertvoller anfühlt als bisher. Klingt alles richtig gut und für detaillierte Infos checkt doch einfach mal unsere Preview hier auf dem Kanal. Am 12. Juli erschien das neue Content-Paket für Lost Ark, das unter anderem die Epilog-Inhalte für den Kontinent Elgasia sowie die Spieldose der Erinnerungen im Gepäck hatte. Mit der Spieldose könnt ihr neue Geschichten der Bewohner Arkesias erleben und euch so besondere Belohnungen erspielen. Zu den Highlights des Updates gehört aber auch der höllische Modus des Legionsraids Kalkulseidon, in dem Charaktere mit einer Gegenstandsstufe von 1475 oder höher drei knallharte Portalphasen meistern müssen. Laut Smilegates Director Gold River nähern wir uns übrigens langsam, aber sicher dem Finale des ersten Story-Kapitels von Lost Ark. Insgesamt soll die Geschichte des Online-Rollenspiels aus drei Kapiteln bestehen, deren Verlauf grundsätzlich auch schon festgelegt ist. Damit dürfte der Inhaltsnachschub für die kommenden Jahre gesichert sein. Wie Diablo 4 setzt auch das Endgame von New World auf Saisons und Battle Pass. Die zweite Season des Online-Rollenspiels von Amazon Games ist dabei im Juli gestartet und hört auf den Namen Blut der Sande. In der neuen Questreihe der Saison bekommt ihr es mit einer gewaltigen Kreatur zu tun, die als der Verzehrer bekannt ist. Die Bestie könnt ihr dann mit 19 Mitstreitern in der neuen Eliteprüfung Arena von Sha'Nechen herausfordern. Außerdem erwartet euch mit der Brutstätte eine frische Saisonprüfung, bei der ihr euch durch Massen von Gegnern prügelt, um das Ausbrüten gefährlicher Sandwurmeier zu verhindern. Neben diversen kosmetischen Gegenständen belohnen euch die Saisonherausforderungen mit der Herzrunenfähigkeit der Verzehrer, mit der ihr einen Sandwurm auf eure Feinde hetzen könnt. Im Juli waren wir auch auf einem Event von Amazon Games, um erstmals das Anime-MMO Blue Protocol anzuspielen, das bei uns im Westen 2024 erscheinen soll. Wir konnten uns einen Helden im schicken Cell-Shading-Look erstellen und Klassen wie den Klingenhüter, den Feindbrecher oder den Zauberweber ausprobieren. Erkenntnis Nummer 1: Der visuelle Stil erinnert uns an Animes wie Sword Art Online oder My Hero Academia. Vertonung, Mimik, Gestik und Dialoge verstärken diesen Eindruck noch. Spielerisch zeigt sich das MMO beim Anspielen actionreich, aber auch noch recht simpel. Das gilt auch für den Dungeon, den wir mit einem Stufe 20 Helden und 4 Mitstreitern besuchen konnten. Die Gegner haben zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht allzu viel auf dem Kasten. Im Interview bestätigten uns die Entwickler später, dass sich Blue Protocol durchaus an Gelegenheitsspieler und Genre-Neulinge richten will. Gleichzeitig soll es aber auch knackige Endgame-Inhalte und allerlei Spielsysteme rund um eure Ausrüstung und Skills geben, in die sich Veteranen reinfuchsen können. Auch hier findet ihr eine Preview mit allen Details auf unserem Kanal. Das gemütliche Social-MMO Palia nähert sich langsam aber sicher der heißen Phase. Nach einem letzten Stresstest im Juli sind für August 2023 eine geschlossene sowie eine offene Beta geplant. Da es nach den Tests keinen Character-Vibe für das Free-to-Play-Abenteuer geben wird, könnt ihr die Open Beta auch als Quasi-Launch betrachten. Der ist für den 10. August ab 19 Uhr geplant. In Palia stehen Features wie das Housing, Crafting, Ressourcen sammeln und die Interaktion mit den Bewohnern der Spielwelt im Fokus der Spielerfahrung. Monetarisieren will sich das Cozy MMO mit einem Ingame-Shop, in dem ausschließlich kosmetische Gegenstände verkauft werden sollen. Kommen wir zu guter Letzt zu World of Warcraft. Mitte Juli ist Patch 10.1.5 auf den Live-Servern von Dragonflight gelandet. Mit Dämmerung des Ewigen gab es einen neuen Mega-Dungeon. Die Rufer-Spezialisierung Verstärkung feierte ihre Premiere. Mit den Zeitrissen, der Grenze des Äons sowie der Weltenkrippe gab es neue Inhalte. Und vom 15. bis zum 28. August konnt ihr euch erstmals am Kalimdor-Pokal versuchen.
Das Rennevent dreht sich um das beliebte Drachenreiten-Feature der aktuellen Erweiterung. Nach dem Patch ist jedoch bekanntlich vor dem Patch. Entsprechend gab es kurz nach dem Release des Updates einen ersten Ausblick auf das Update 10.1.7, das irgendwann im Herbst erscheinen soll. Uns erwarten neue Story-Inhalte, die Fortsetzung der Geschichte rund um Tyr, das Traumsprünge-Ereignis und vieles mehr. Wer möchte, kann sich einige der Neuerungen schon jetzt auf dem öffentlichen Testserver anschauen. Genauso gibt es einen PTR für die neue Hardcore-Version von WoW Classic. In der besitzt euer Charakter nur ein Leben, um den weiten Weg bis Level 60 zu meistern. Starten soll der Hardcore-Spaß auf den Live-Servern am 24. August. Alle PvP-Schlachtfelder sind auf den Hardcore-Servern übrigens inaktiv. Dafür könnt ihr euch in ein Duell auf Leben und Tod stürzen. Der Gewinner erhält eine Trophäe für seine Ohrenkette. Der Verlierer landet beim Geistheiler und darf seinen Charakter auf die Ära-Server transferieren. Nettes Detail: Wer aus einem Duell auf Leben und Tod flieht, fängt sich einen fiesen Feigling-Debuff ein, der 3 Tage lang anhält. Und das waren die wichtigsten Themen, die MMO-Fans in diesem Monat wissen sollten. Hat euch das Video gefallen, dann lasst uns am besten ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu allen Online-Rollenspielen schaut bei den Kollegen von buff.de vorbei. Und für alles weitere aus der Welt der Videospiele checkt pcgames.de.